Hey Leute, es freut mich, dass ihr dabei seid beim zweiten Kapitel zum Bild Camaro. Ja, im ersten Kapitel habe ich euch ja gezeigt, wie man den Hintergrund hier einfügt. Also ich zeige euch das nochmal schnell. Hier das Ausgangsbild, dann den Hintergrund eingefügt, das Auto eingefügt und dann nochmal den Basisfreisteller des Models gemacht. Und ja, in diesem Kapitel möchte ich jetzt darauf eingehen, mal wie macht man da die Schatten des Models, wie macht man eine Grundlichtstimmung, dass das Ganze sich nochmals ein bisschen besser zusammenfügt. Dann Dodge and Burn und am Schluss, wenn noch Zeit ist, werden wir uns dann die Details noch anschauen. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Schatten. Gehen wir mal in diese Gruppe rein da. Und ja, was habe ich da gemacht? Wir haben jetzt nur mal den Freisteller hier vom Model und die sieht irgendwie einfach noch reingebastelt aus. Also die hat noch keine Bodenhaftung, es sieht wirklich reingesetzt aus. Um das ein bisschen zu verbessern, arbeitet man da mit Schatten. Ist ja auch ganz normal, jedes Model wirft Schatten, nur weil das jetzt hier freigestellt ist und halt nicht auf grauem Hintergrund fotografiert, haben wir jetzt da keinerlei Schatten. Gut, was habe ich gemacht? Als erstes mal hier eine neue Ebene gemacht und dann ganz einfach mit einem schwarzen Pinsel einfach hier ein bisschen Schatten reingepinselt. Ist keine große Sache, man muss einfach im Hinterkopf halten, wir haben hier zwei Lichtquellen, das sind diese beiden Scheinwerfer des Autos und die strahlen halt hier ein bisschen ab, dementsprechend habe ich auch schon den Schatten ein bisschen gestaltet. Das ist jetzt mal so die Basis, das reicht natürlich noch nicht, so als Hauptschatten habe ich dann diese beiden, ja, kann man sagen, Schlagschatten eingefügt. Das habe ich so gelöst, kann ich euch mal zeigen. Eine neue Ebene gemacht, dann hier auf die Maske des Freistellers mit Control draufgeklickt, dann gibt es da wieder diese Auswahl und dann habe ich da ganz einfach mit schwarzer Vordergrundfarbe diese Auswahl gefüllt, sieht man jetzt hier, dann Auswahl aufheben und dann einfach mit Control oder Steuerung T, also frei transformieren, diesen Schatten halt mir so hingezogen, wie ich das gerne hätte. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen ein Gebastel, das muss man halt ausprobieren, wie man das macht am besten. Einfach wieder darauf achten, dass der Winkel etwas stimmt, da wie die Scheinwerfer strahlen. Und dann sieht doch das schon mal ganz gut aus. So, da habe ich dann Modus weiches Licht und die Deckkraft noch ein bisschen reduziert, dass das Ganze ein bisschen realistischer ausschaut. Das Ganze habe ich da zweimal gemacht. Ich lösche jetzt mal diese Ebene nochmal schnell. Und tschüss. So, und blende die richtigen Schatten kurz ein. Einfach einmal auf dieser Seite, einmal auf dieser Seite hier. Und das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Aber das reicht natürlich noch nicht ganz. Ich springe jetzt da mal hoch. Hier habe ich da nochmals eine neue Ebene gemacht und einfach da unten bei den Schuhen nochmals ein bisschen schwarz reingepinselt. So sieht das einfach ja nochmals ein bisschen realistischer aus. Die Schuhe, die sind ja da auf dieser Seite schon ein bisschen im Schatten und ja, es fühlt sich einfach besser zusammen so. Dann wollen wir mal zum Model gehen. Auch das ganze Model, das leuchtet noch zu fest, da stimmen die Tonwerte noch nicht ganz. Und da habe ich eigentlich zweierlei Sachen gemacht. Einmal hier eine Tonwertkorrektur, Entschuldigung, wieder als Schnittmaske. Ich blende das mal ein. Einfach ganz einfach, ein bisschen abgedunkelt, dass es nicht mehr ganz so krass leuchtet. Und als zweiten Schritt, das ist dann diese Ebene hier. Die ist ein bisschen spezieller. Das habe ich so gemacht, da habe ich mir eigentlich die Hintergrundebene hier auf eine Ebene reduziert mit dem Shortcut Shift, Ctrl, Alt und E und habe mir diese eine Ebene, wo der ganze Hintergrund drauf ist, über den Freisteller des Models gezogen und habe das als Smart-Objekt konvertiert und habe dann
hier beim Smart-Filter wieder die Maske angewendet vom Freisteller und das Ganze mit dem gaußschen Weichzeichner sehr stark weich gezeichnet. Das hat den Vorteil, dass die Farben vom Hintergrund erhalten bleiben, aber keinerlei Strukturen mehr sichtbar sind. Und wenn man das jetzt einblendet mit einer relativ geringen Deckkraft, also jetzt hier von 30% circa, dann nimmt es einfach noch ein bisschen die Farbe vom Hintergrund auf. Also hier oben so das leichte Blau, hier das leichte Rot vom Wagen und hier unten dann von der Straße das Dunkle in den Schuhen. Genau, das ist eigentlich schon die ganze Anpassung da. Und dann habe ich da noch eine kleine Korrektur. Und zwar habe ich da beim Freistellen des Modells die Haare nicht so wirklich sauber ausgearbeitet. Sieht man da, ja, es würde ja jetzt gar nicht groß auffallen, wenn ich das nicht gesagt habe. Und man sieht das hier noch auf dem Schläger und hier auf der Jacke. Aber das ist auch ganz easy. Da pinseln wir uns einfach mit einem ganz feinen Pinsel die Haare wieder rein. Einfach Farbe aufnehmen, aus den Haaren reinpinseln, fertig. Und so sieht das dann schon wieder viel besser aus. Zumindest jetzt hier bei dem Bild mit der Vollkörperansicht. Also bei einem Porträt würde ich jetzt das sicherlich nicht so lösen, aber so funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. Okay, das wäre das eigentlich von dieser Gruppe. Und jetzt gehen wir mal zur Lichtstimmung. So eine Basislichtstimmung, die ich hier erzeugt habe. Als erstes habe ich hier nochmals ein bisschen an den Scheinwerfern gebastelt. Wie vorhin schon einfach mit dem weißen Pinsel raufgetupft. Ist sogar auch wieder im normalen Modus, Deckkraft 100%. Und man sieht jetzt den Unterschied, weil das jetzt natürlich über dem Freisteller ist, wirkt sich das natürlich auch aufs Modell aus. Es war mir dann doch auch ein bisschen zu krass und deshalb habe ich da die Beine wieder ein bisschen ausmaskiert. Also wenn man jetzt hier schaut, so wäre es ohne Maske und das war mir doch ein bisschen zu viel. Aber so bindet es doch das Modell schon wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund rein. Gut, als zweites habe ich dann hier eine leichte Vignette gesetzt. Auch das wieder völlig easy. Da einfach eine Auswahl mit der Ellipsenwerkzeug machen. Weiche Kante von ca. 400 Pixel. Einfach eine Auswahl erstellen. Dann diese invertieren. Und dann Tonwerkkorrektur. Und schon kann man hier an der Vignette rumschrauben, wie einem das passt. Lösche jetzt das nochmals. So sieht das bei mir dann aus. Gut, als nächstes wollte ich da diesen Bereich unter Modell noch ein bisschen aufhellen, weil hier wirken sich ja die Scheinwerfer direkt aus. Und auch das ist eigentlich wieder wirklich völlig simpel. Ich blende mal ein, wie es dann ausschaut. Ihr seht den Unterschied. Es gibt da wirklich schon einen leichten Glanz auf der Straße. Auch das habe ich ganz einfach. Neue Ebene, Pinsel. Weiß, 100% Deckkraft, Punkt. Dann das Ganze in Modus weiches Licht, Steuerung T, frei transformieren, das Ganze großziehen, bis es dann halt passt. So. Ja, man könnte jetzt auch hier die Schuhe noch ein bisschen ausmaskieren, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Also das funktioniert wunderbar so. So sieht es dann bei mir aus. Gut. Und jetzt kommt ein Schritt, den ich halt wirklich immer sehr gern mache, auch wenn das Composing noch nicht fertig ist, gebe ich hier trotzdem schon mal eine leichte Farbstimmung rein. Und das mache ich sehr gern mit den Color Lookups. Ich zeige euch das jetzt schnell, wie es dann ausschaut. Genau, der Color Lookup, das ist da dieses Werkzeug hier. Hier habe ich jetzt diesen, ja, den Cold Blue von Kelvin gewählt. Den kann man sich runterladen und hier in Photoshop einbinden. Finde ich ziemlich cool. Jetzt wäre es natürlich noch ein bisschen zu extrem, deshalb habe ich die Deckkraft ein bisschen runtergenommen. Und jedes Mal, wenn ihr hier diese beiden komischen Quadrate seht, das heißt, ich habe die Ebene geblendet. Im Konkretfall heißt das, dass wenn man Doppelklick auf die Ebene macht, hier an diesem Regler herumspielt. Und das sind diese Regler da. Und hier mache ich nichts anderes, als die Weißwerte und die Schwarzwerte vom unteren Bild wieder durchzublenden. Und so wirkt sich eigentlich der Color Lookup nur auf die Mitteltöne aus. Ihr müsst aber aufpassen,
dass dieser Regler gesplittet ist. Wenn ihr jetzt nämlich den einfach so anpackt, seht ihr das, dann kommt der ganze Regler mit und dann gibt es hier diese unschönen Tonwertabrisse. Und wie macht man das jetzt? Ganz einfach, Alt-Taste drücken, Regler anpacken, hochziehen. Und schon ist er gesplittet. Gut, das ist jetzt auch schon die ganze Zauberei von dieser Gruppe. Schließen wir mal wieder. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ja, das werde ich jetzt nur kurz anschneiden. Das ist Dodge and Burn. Da arbeite ich normalerweise so, dass ich zwei Ebenen habe, beide mit neutralem Grau gefüllt. Einmal im Modus weiches Licht, einmal im Modus ineinander kopieren. Und hier wird dann einfach mit dem Abwedler- und Nachbelichterwerkzeug mit dem Licht gemalt. Was ich da konkret gemacht habe, das seht ihr hier. Ich habe einfach gewisse Bereiche aufgehellt, andere abgedunkelt. Einfach, dass der plastische Look nochmals ein bisschen extremer wird. Und jetzt gerade bei diesem Bild habe ich versucht, auch das, die Lichtführung noch ein bisschen so anzupassen, dass es besser noch zu diesen Scheinwerfern halt passt vom Licht her, dass es wirklich ausschaut, als würde das Modell vom Licht beleuchtet werden. Im Konkretfall sieht das dann so aus. Das ist das, was ich jetzt da drauf gemalt habe. Und man kann grundsätzlich sagen, dass ich bei Modus weichen Licht eigentlich die größeren Sachen machen, also Flächen wie Beine und halt den Körper ein bisschen formen. Und beim harten Licht, das sieht man es auch, da mache ich da meistens so die Ketten, die Haare, einfach das, was wirklich der Glanz verstärken sollte. Ja, das wäre eigentlich die Dodge and Burn Ebene schon gewesen. Jetzt ja, haben wir schon wieder ein bisschen überzogen, aber ich zeige euch trotzdem jetzt noch schnell die Details. Das ist auch gar keine Zauberei. Hier kommen aber das erste Mal jetzt Plugins ins Spiel. Also was ich gemacht habe, ist zum ersten Mal mir die ganzen Ebenen da zusammengefasst auf eine Ebene mit, ich sag's nochmal, Shift, Control, Alt und E und für Mac-User Shift, Steuerung, Alt und E. Dann habe ich da alle Ebenen vereint auf einer Ebene. Und hier habe ich jetzt mal zuerst den Topaz Detail Filter angewandt. Das ist ein Plugin, kostet ca. 30 Euro und ist wirklich ganz geil, was das Ding machen kann. Ich zoome mal ein bisschen heran, dass ihr seht, was da passiert. Achtet mal auf die Struktur der Jacke. Seht ihr das? Das holt wirklich so die ganz feinen Details wieder heraus. Also so, dass wirklich diese Lederstrukturen so richtig zur Geltung kommen. Ja, das habe ich dann auch zu ja, fast 90% angewärmt und habe mir einfach da die Haut wieder ausmaskiert, weil da brauchen wir keine solche starken Details. Gut, und als nächstes habe ich mir dann wieder die Ebene zusammengefasst auf eine neue Ebene und habe hier mit dem Nick-Filter, den Detail Extractor von der Sammlung Color FX Pro, drauf angewandt und der ist wirklich verdammt mächtig. Der ist so cool. Ihr könnt gleich sehen, was da passiert. Seht ihr das? Ja, der bringt jetzt richtig diesen grafischen Look, diese ganzen Details wieder zum Vorschein und das finde ich einfach wirklich cool. Gefällt mir richtig gut, dieser Filter. Den habe ich jetzt aber nicht ganz so stark angewandt, nur 63% und hier ebenfalls einfach die Haut wieder ein bisschen ausmaskiert. Ja, das ist es eigentlich schon. Wir können uns ja nochmals kurz anschauen, was wir hier so gemacht haben. Nur so ein kleines Vorher-Nachher. Und ihr seht, das Ganze hat sich schon wieder ziemlich krass verändert und auch das Modell und das Auto beginnt sich jetzt wirklich langsam richtig gut in den Hintergrund einzufügen. Gut, beim nächsten Kapitel werden wir dann noch anschauen, noch ein bisschen Schatten zeichnen, dann den Haupteffekt, also die Scheinwerfer einbasteln, dann noch den finalen Look erzeugen. Und dann wären wir dann auch schon fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Kapitel wieder.